Hallo zusammen. Heute gibt es drei Blister, habe ich mir zumindest so vorgenommen. Die müssen noch auf... Oh, der ist falsch rum. Sehe ich jetzt. Auch witzig. Aber ja, und danach der Promo-Ordner. Ne? Wo ist denn Ivi? Neulich aus dem anderen. Für euch ist es jetzt neulich, aber in Wirklichkeit ist es natürlich jetzt erst. So. Also für mich zumindest. Ne? Deswegen ist Ivi noch nicht einsortiert. Wir haben den zweiten Blister, da ist Blitzer drin oder Jolteon auf Englisch. Ich muss wieder versuchen, das irgendwie rauszukriegen, ohne kaputt zu machen. Hat diesmal auch funktioniert, kommt nachher eine Hülle, ist auch gebogen. Das kommt jetzt häufiger vor bei den Promokarten, wie mir scheint. Also gerade die aus den Blistern. Ich habe nämlich eine kleine Sammlung angefangen mit den dreien, mit Chimpep, Hoplo und Memeon aus dem letzten. Ich glaube, es war Farmshop. Diese Kombination dieser drei Karten finde ich so cool. Also die Geschichte, die halt erzählt wird, kriege ich nicht raus. Wenn man so macht, ja, so kriegen wir die raus. Das ist eine coole Münze von... Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ich kann es nicht erkennen, wer das ist. Shaman kenne ich, ne? Also das ist irgendwie so ein bekanntes. Ne? Graden lassen kann man die hier nicht, die ist ja total abgekratzt. So, Moment, wo packen wir denn die Münzen? Ja, packen wir also dahin. Und dann kommt noch ein kleiner Arokuda. Wo habe ich denn jetzt den? Den habe ich jetzt hier. Ne? Muss man so, dass man mal weiß, was wo drin war. Den kriegen wir auch ziemlich gut raus und leicht gebogen. Und die Beine, also ihn hier finde ich schon ziemlich stark. Auf jeden Fall schick. Er ist so ein bisschen... Ja, auch cool mit der Welle. Und da hinten so, die, weiß ich nicht, irgendein kleiner Ort. Ist hier eine Linie durch? Nee, geht eigentlich. Ja, okay, finde ich auf jeden Fall wieder zwei super schicke Karten. Dann gucken wir mal im Arokuda. Jetzt soll ich meinen Ordner hier mal weglegen. Das gibt ein bisschen, nicht, dass der runterfällt. Nee, hält. Welcher war jetzt? Oh mein Gott. Den hier hatte ich schon in der Hand. Das war Arokuda. Bin gespannt. Da mach's diesmal so, dass ich nicht weiß, ob was drin ist oder nicht. Eine Wasserenergie ist ausgesprochen passend, wie gesagt, der Mustard, ne, weil er immer seinen Senf dazu gibt. Bishop, ungefragt natürlich. Cubone, Murkrow, Tepig, Onnit, Meowstic, das ist eine Reverse Holo und Senti Scorch, eine nicht Holo Rare. Okay, das andere. Ein Pack Blister. Ich hatte schon Glück in den Dingern. Aber wie man sieht, auch genauso gut Pech. Aber Pech? Habe ich Pech gesagt? Ne, das heißt Pech. Pflanzenenergie. Spieber. Mustard schon wieder. Golbat. Okay. Cubone. Ist eine ganz gute Draw Engine. Also hat Spaß gemacht, damit auch im Build and Battle Kit, also da im Pre-Release zu spielen. Ob das irgendwas, also irgendwie mal in den Weg in den Deck findet, das glaube ich irgendwie nicht, aber 2-Ziehen und 3-Ziehen für die Entwicklung war ganz gut. Energy Recycler und Bronzong, die Holo Rare, okay. Gut, weil fehlt mir noch. Also da bin ich jetzt nicht besonders traurig drüber. Eine Holo ist ein Hit. Und eine Holo, die mir noch fehlt, ist Doppelhit quasi. So, hier haben wir Jampers, ist hier vorne. Haben wir auch eine Elektroenergie? Nein, wir haben Feuer, Karkohl, Pignite, Fan of Waves wird, glaube ich, auch gut. Jamper hatten wir schon gesehen, Murkrow hatten wir schon gesehen, Zelenit. Ja, der Fächer, ich glaube, dass er auch den Weg in ein oder andere Deck finden wird. Schon wieder eine Reverse Holo Rare und eine Holo mit einem Fehler. Da oben fehlt ein bisschen Farbe im X. Ich versuche es mal sichtbar zu machen. Ja, da, jetzt sieht man es. Vielleicht kommt Luxray nochmal in diesen Premium-Blistern. Ach so, was ist mit denen? Soll ich die? Ach, naja, die mache ich jetzt nicht auf. Nicht in diesem Video, vielleicht im nächsten Mal noch. Es gibt ja immer so Premium-Blister, wo auch meine Holo aus einem vergangenen Set drin ist mit den beiden Entwicklungen vorher. Vielleicht ist der da nochmal drin und dann habe ich einen noch mal richtig, so dann kann ich vorher gucken, ob er mir zusagt von der Qualität her, wobei das jetzt auch nicht so schlimm ist. Wen hat man? Golbat,
Gliscor, Indeedee, Cubone, Murkrow, Tepig, Onnit, ja, ein zweischneidiges Schwert. Single Strike Energy in Reverse, wenn mir die mal nicht noch fehlt. Und Clay Doll ist eine normale Rare. Nicht besonders, okay. Und hat der Blister schon? Nee, der Blister muss noch. Im letzten hatte ich ja eine wie Max drin. So. Also, das war schon ordentlich. Sag mal, da kann man mit zufrieden sein mit so einer Ausbeute. Phoebe, die Full Art auch echt wunderschön. Ich bin so froh, dass ich die gezogen habe. Pharaoh, Balltoy, ups, und Gligar, Salandit, Bronzor, Kaknea, Grandpa in Reverse fehlt mir noch, super. Und Electivire habe ich schon. Okay, ja. So, dann kommen wir jetzt zum Sortieren der Promos. Und Houndoom ist noch mit dabei und Cherrim, die kam mit der Post. Gucken wir mal. Ist ganz nett eingepackt. Das sind die Ultra Pro Team Bags. Die sind ein bisschen kleiner als die Team Z Bags von WCW. Da passt gerade so ein Toploader rein. Ist auch nicht schlecht. Hat er die, ja, da gut gepackt. Und das ist ein Penny Sleeve. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem ich die gekauft habe, aber so ist es gut. Ja, also genau so soll es sein. Die Ecken hier sind ein bisschen angedüdelt. Uff. Ein bisschen mehr angedüdelt, leider. Aber ist nicht schlimm, ich will die ja nicht. Wo sind denn jetzt meine... Okay, auf der Energiekarte ausgerutscht. Oh Mann. So, erstmal Penny Sleeve. Und mit richtigen Sleeve weiß ich jetzt gar nicht. Ich nehme jetzt mal gelb. Ich weiß nicht genau, bei welcher Farbe ich gerade bin. Ich bin so ein bisschen abgekommen davon, so eine Codierung nach Z zu machen, weil eben Promokarten, die zwar zu einer bestimmten Zeit rauskommen, aber eigentlich nicht dazugehören zu diesem Set. So, also das wäre dann alles gemischt und bunt durcheinander mit den Sleeves. Also es macht auch keinen Sinn. Ich habe jetzt irgendwelche Farben und nur Rot nehme ich für die, die ich irgendwie... gekauft habe, würde ich gerade sagen. Jetzt muss ich die beiden natürlich, die ich einzeln gekauft habe und nicht gezogen habe, die packe ich rot ein. Das heißt, die beiden müssen nochmal, muss ich nochmal umpacken. Jetzt habe ich das natürlich verraten, ne? Bei meinem letzten Gewinnspiel, wo ich gefragt habe, eine welche Karte habe ich gekauft. Jetzt wisst ihr, woran man das erkennen konnte, ne? Die war nämlich dann auch rot eingepackt. Husch. Rot wie mein Humorordner. Der sieht eben schon richtig gut aus. Mir gefällt's. Nanu, wer fehlt denn hier? Nummer 62. Keine Ahnung, welche Karte das ist. Muss Pikachu sein, oder? Wenn die beiden hier so nebeneinander sind. Wir haben hier die Nummer 73. Da fehlt aber noch. Da muss irgendwas anderes rein. Ja? Wir sind schon deutlich weiter. Houndoom ist die 90. 7890, der kommt dann hier hin. Oh, jetzt habt ihr es gar nicht gesehen. Ne? Also, oh, habt ihr gesehen, okay, war im Bild. Die 94. 2, 3, 4. Ist Jolteon, dann muss Eevee daneben sein, die 95, jawohl. Okay, und jetzt haben wir halt Battle Styles und dann haben wir hier die Promos aus Shining Fates zum Beispiel. Das ist, meine ich, was nicht passt, irgendwie so von der Reihenfolge her. Deswegen war es mir dann letztendlich auch egal. Dann haben wir hier die 92 und 93. Die kommen hier oben hin. Das heißt, Cherrim ist die 88. Die kommt dann zwei vor Houndoom hier unten links in die Ecke. Okay, das heißt, hier kommt dann noch eine Promo hin. Hier eine Promo, also die Pre-Release. Die sind schon unterwegs, hoffe ich. Und da weiß ich jetzt nicht, dann kommt vielleicht hier was aus den Boxen, die ich jetzt noch nicht aufgemacht habe. Und dann ist leer der Rest. Okay, wir sind also 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Karten fehlen, 10 Karten fehlen. Ja, muss ich mal sehen, welche das ist. Habe ich bestimmt schon da, aber eben noch nicht ausgepackt. Gut, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, unterhalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.